Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erstmal freue ich mich, nach Kollegin Timmermann-Fechter zu sprechen, wenn ich das sagen darf, Frau Präsidentin, weil sie aus dem schönen Mahe kommt, nördliche Ruhrgebiet. Man kann es hierher schaffen, das freut mich. Und also wie gesagt, meine Freude ist sehr groß. Ich habe den beiden Kollegen, dem Staatssekretär Schröder und dem Kollegen Friese, sehr gut zugehört. Genau. Ich muss Ihnen sagen, ich wundere mich immer über Ihre Fixierung auf die schwarze Null. Sie betreiben die Spaltung dieser Gesellschaft. Zwischen Alt und Jung versuchen Sie, einen Keil zu treiben. Sie müssen sich mal mit denjenigen unterhalten vor Ort, mit Kindern, Jugendlichen, meiner Familie, die sagen, der Generationenvertrag steht. Und wir verstehen überhaupt nicht die Diskussion, die Sie hier führen. Die Abkehr von dem Generationenvertrag, die Spaltung, die Sie immer formulieren. Und ich glaube, wir müssen in die Jugend investieren. Und da darf nicht die höchste Priorität die schwarze Null sein, sondern die Investition in die Städte, in die Schulen, in die Kitas. Und Ihre Barriere führt doch dazu, dass wir den demografischen Wandel eben nicht meistern. Sie betreiben eine Politik, die dazu führt, dass unsere Städte davon abhängig sind, dass die Kommunen genügend Geld haben. Und ich sage Ihnen, Generationengerechtigkeit, Leben in Städten, bezahlbares Wohnen darf kein Luxusgut sein. Deswegen müssen wir investieren. Ich möchte auf den Bereich lebenswerte Städte und Kommunen eingehen. Ich glaube, wir haben in dieser Legislatur eine Menge geschafft in diesem Bereich. Wir haben eine Städtebauförderung ermöglicht, die doppelt so viel Mittel vorsieht wie in der letzten Legislatur. Fast 1 Milliarde Euro haben wir etatisiert, um Städte zu unterstützen, ihre Stadtteile zu entwickeln. Und wir schaffen Begegnungen. Wir schaffen es durch die unterschiedlichen Städtebauprogramme, dass Innenstädte belebt werden können, dass Immobilien vom Markt genommen werden können, in denen niemand mehr leben will, mit denen spekuliert wird. Wir sorgen dafür, dass die Menschen wieder in einer Urbanität leben können, in denen die Wege kurz sind, Arbeit und Wohnen miteinander verknüpfen können. Und das betrifft eben auch ältere Menschen, die heute zum großen Teil eben in den Peripherien der großen Städte wohnen oder in den ländlichen Regionen. 25% der älteren Menschen sagen, die Wege sind mir zu weit, ich finde keinen Arzt, ich finde keine Nahversorgung. Und wir haben es geschafft, mit unseren Städtebauprogrammen dieser Entwicklung entgegenzustehen. Ich glaube, dass wir aber weiterhin die Städte unterstützen müssen. Die Städte haben in dieser Legislatur 20 Milliarden Euro zusätzlich von uns bekommen. Wir haben es ihnen ermöglicht, über das Programm Soziale Wohnraumförderung zusätzlich Wohnraum zu schaffen, insbesondere bezahlbaren Wohnraum, auch in den Ballungsgebieten. Und das ist ein Erfolgsmodell. NRW hat im letzten Jahr 10.000 neue Wohnungen geschaffen, die soziale Bindungen haben, und damit ist NRW deutscher Meister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Städte brauchen Geld, weil sie die Aufgabe meistern müssen, integrative Stadtentwicklung zu betreiben. Integrative Stadtentwicklung bedeutet, und da möchte ich gerne der Kollegin Wagner widersprechen, dass die Menschen vor Ort entscheiden können, wie soll ihre Stadt zukünftig aussehen. Wir wollen sie beteiligen, alt und jung. Wir wollen sie beteiligen, darüber zu diskutieren und mitzuentscheiden, wie soll mein Umfeld aussehen, wie soll mein Grün in der Stadt aussehen, wie und wo will ich mich mit Menschen treffen, wie soll meine Lebensumwelt gestaltet werden. Und ich glaube, dass wir mit der Städtebauentwicklung dazu den Städten ein gutes Instrument gegeben haben. Wir brauchen Menschen, die sich in den Städten engagieren. Wir müssen diejenigen belohnen, die sich gemeinwohlorientiert verhalten. Wir müssen diejenigen belohnen, die sich neben bezahlbaren Wohnraum darum kümmern, wie sehen die Stadtteile aus, wie sehen die Quartiere aus, wie sehen die Fädel aus, in denen wir leben. Wir brauchen eine Unterstützung derjenigen, die sich um die Stadtrendite kümmern. Herzlichen Dank. Als letzte Rednerin in dieser Ausstellung.